standing play there, actually, which is a ridiculous match. Yeah, that's a great comeback from Gillespie. Oh, no. Gillespie, I'm going to LA. Servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Schocks und ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einem weiteren eSports Report. Ganz kurz bevor ich anfange, da ja viele ein paar Sachen gefragt haben, ob man dieses Trikot, was ich hier anhab, kaufen kann und so weiter. Das Ganze beantworte ich am Schluss. Es wird heute auch noch einen Livestream von uns geben, dazu aber auch mehr am Schluss des Videos. Jetzt schauen wir uns erstmal die Gfinity Pro League von der Woche an. Die EU Pro League. Gucken wir hier auf die Fixtures, die sind jetzt schon komplett vorbei. Wir hatten die letzten zwei Spieltage, wurden ein bisschen vorgezogen. Fangen wir mal hier an. Daniel hat mit 13-0 gegen Vitality Rises gewonnen. Epsilon mit 13-0 gegen Lightning Pandas. Vitality Rises hat 13-0 gegen Infuse gewonnen, also Bang Bang. Und wir haben, nee Quatsch, Vitality Rises hat hier, ist hier ein Fehler? Da die hier zweimal gespielt haben. Ich weiß jetzt nicht genau, auf jeden Fall Team Bang Bang haben mit 1-3 gegen uns verloren. Dann ging es weiter, Epsilon hat mit 3-2 gegen TCM gewonnen und ist somit auch Erstplatzierter in der Liga, hat jedes Spiel gewonnen. Daniel hat mit 13-0 gegen Team Bang Bang gewonnen, wir haben mit 13-0 gegen TCM verloren und Lightning Pandas haben überraschenderweise mit 3-2 gegen Team Infuse gewonnen. Dann gehen wir kurz zur Tabelle und dann sage ich auch noch ganz kurz was zu der Liga, da ja einige mitbekommen haben, dass es da ein paar Probleme gegen TCM gab. Aber schauen wir erstmal die Tabelle an. Hier, wie man sehen kann, TCM, ne, stimmt ja eigentlich nicht ganz. Eigentlich müsste Epsilon Erster sein in der Gruppe, da die jedes Spiel gewonnen haben. Und TCM hat ja 2 verloren gegen Epsilon. Ne, der nur 1 verloren gegen Epsilon und Epsilon hat aber jedes gewonnen. Auf jeden Fall müsste Epsilon eigentlich Erster sein, Zweiter TCM. Daniel hat uns noch überholt, ist Dritter, wir sind Vierter geworden. Fünfter Lightning Panda, Sechster Infuse, Siebter Vitality Rises und Achter Team Bang Bang. Und kurz zu dem Match gegen TCM. Es gab halt da einfach ein paar Probleme, da es einfach in dem Spiel Call of Duty Ghosts unmöglich ist, auf einen fremden Host zu spielen. Teilweise, es war ja hier die Regel, dass es einen neutralen Host gibt, der von der Gfinity gestellt wird. Das ist halt in der Regel oder war eigentlich immer ein UK-Host, da ja die Gfinity-Betreiber Engländer sind. Und somit hatten halt die UK-Teams, wo hier doch 5 Teams waren, und es waren ja 2 Franzosen, die Deutschen und der Rest waren ja 5 UK-Teams, hatten halt da wirklich einen extrem großen Vorteil. Wir haben uns extrem schwer getan mit der Bullet Rack und so weiter, dass die Kugeln ankommen und die Gegner haben ziemlich gesponcht und ist jetzt auch, das sagen nicht nur wir, es haben auch die Franzosen genauso gesagt, dass die kaum eine Hitbox hatten und dass es teilweise unmöglich war und dann halt wirklich gegen Top-Team wie Epsilon oder TCM auf dem Host zu gewinnen, ist wirklich fast unmöglich. Also auf LAN sieht das Ganze dann doch nochmal etwas anders aus, dass das Ganze ein bisschen fairer, oder die hätten es halt so machen müssen wie in der MLG Pro League, in der amerikanischen, dass die halt praktisch ein Heimspiel machen und ein Auswärtsspiel, dass jedes Team einfach die Möglichkeit hat, auf seinem Haus zu spielen, und das ist das Ganze auch fair. Dann hat jedes Team einfach ein Heimspiel, dann kann sich keiner beschweren, hat halt jeder quasi ein schlechtes Spiel auf einem schlechten Haus, auf einem guten Haus, aber dann ist halt das Ganze einfach ausgeglichen und fair. Und da kann sich keiner beschweren, aber so war das einfach ein bisschen ein Quatsch, muss man sagen. Und deswegen, wir haben auch gegen TCM die letzte Map gar nicht mehr gespielt, was einfach unmöglich war. Wir wurden von denen wirklich zerstört, wir konnten nichts machen einfach. Wir sind nur noch gestorben. Unsere Kugeln sind nicht angekommen, wir hatten keine Hitboxen. Ich habe danach auch noch Mikotaka geschrieben von Vitality Rises. Die haben auch gegen Daniel, glaube ich, gespielt, haben auch mit 13-0 verloren. Er sagt auch, der hat überhaupt keine Hitboxen gehabt und so weiter. Ist halt doch ein bisschen ein schlechtes Feature an dem Spiel, dass wirklich der Host-Vorteil so extrem krass ist. Ich meine, ihr merkt es selber vielleicht auch mal beim Clan vs. Clan zocken oder beim Public zocken, wenn ihr auf einem schlechten Host spielt, dass einfach keine Kugeln ankommen und Gegner nicht sterben. Und aber nichtsdestotrotz, es war auf jeden Fall eine coole Liga. TCM und Epson haben sich für das Champ-Bracket in Anaheim qualifiziert. Die spielen hier mit 10, nee Quatsch, mit 8 anderen amerikanischen Teams und mit einem australischen Team um 70.000. Das ist ein Invite-Only-Event. Ich wünsche den beiden Teams viel Glück. Hoffentlich können die Europa würdig vertreten. Aber jetzt gucken wir weiter zur aktuellen MLG Call of Duty League. Hier Evil Genius Erster, Zweiter Optic Gaming, Dritter Envious, Vierter Face Black, Fünfter Face Red, Sechster Daniel, Siebter Vex und Achter Curse Black. Das sind jetzt momentan die 8 Teams, die nach Anaheim gehen. TK momentan nicht dabei, Curse Orange nicht dabei, Strictly Business nicht dabei und Team Justice Pro kann sich aber immer noch ein bisschen was tun. Ich weiß gar nicht, wie viele Spieltage die noch haben, um ehrlich zu sein. Aber momentan sieht es so aus, dass diese 8 hier bis jetzt qualifiziert sind für das MLG Bracket. Und
Es gab ja auch ein bisschen Stress mit Team Evil Genius, kann ich euch kurz erzählen, wenn es interessiert. MLG hat ja vorgegeben, dass alle Spiele, die über MLG oder alle MLG-Spiele, egal ob das die 2K-Series ist oder diese MLG League, dass die nur über MLG gestreamt werden darf. Evil Genius sagt aber nein, wir wollen über Twitch streamen. Warum genau, weiß ich nicht. Ich glaube, weil die mit Twitch eine Partnerschaft haben oder Evil Genius vielleicht sogar eine Partnerschaft hat und die wollen einfach nicht mit MLG streamen. Zudem habe ich gehört, dass sie eigentlich MLG, das alte Complexity-Team als Team unter Vertrag nehmen wollte für wie ein damaliges Halo-Team, Final Boss, genau wie Final Boss damals das Halo-Team, das alte Complexity-Team, also AX und Co. haben sich dann für Evil Genius entschieden, das muss dann angeblich MLG auch ein bisschen gestunken haben, sind aber alles nur Gerüchte, habe ich nur so gehört. Auf jeden Fall hat Evil Genius gesagt, sie streamen weiterhin auf Twitch und nicht auf MLG. MLG sagt, ihr kriegt dann für jedes Spiel einen Deathloose, somit würde Evil Genius die nächsten 5 oder 6 Spiele automatisch verlieren, auch wenn sie antreten würden. Wären aber trotzdem immer noch in den Top 8 im Bracket, wird denen also nichts machen. Was jetzt genau da passieren wird, weiß ich nicht. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Aber gucken wir weiter. Die UMG in Niagara war noch vor kurzem in Kanada, habe ich ja auch was drüber gebracht. UMG hat ihr nächstes Event angekündigt, die UMG in Dallas. Und es wurde auch confirmed, dass das auf Xbox One stattfinden wird. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass die ganzen großen Turniere endlich auf die Xbox One umsteigen. Denke ich mal wieder aber an reines NA-Tournament werden. Ich denke mal nicht, dass da europäische Teams rüberfliegen werden, aber mal sehen, jetzt noch lange bis dahin. Ich glaube, das ist sogar während der Gamescom-Woche, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe jetzt genau das Datum nicht da. Also irgendwann Ende August, weil Anfang August ist die Gfinity und Ende August ist dann die UMG in Dallas. Dann schauen wir weiter. Die Gfinity hat auch Teams und Caster announced. Schauen wir hier kurz her. Und zwar für das Call of Duty wurden bis jetzt TCM, Epsilon, Envious, Vitality und beide Optic Gaming Teams eingeladen, um die 55.000 Dollar Prize Pool zu spielen. Dann was haben wir hier noch? Es gibt dann insgesamt werden 10 Teams eingeladen und 2 können sich online qualifizieren. Das Ganze ist vom 2. bis zum 3. August haben wir ja schon gehabt in der Copperbox Arena im Olympic Park. Da waren auch die Olympischen Winterspiele 2012 in diesem Stadion. Und was auf jeden Fall ganz, ganz cool ist, Gfinity hat LEA mit 4 Millionen Abonnenten als offiziellen Call of Duty Presenter und KSI kennen sicher auch viele von euch, war auch auf der Gamescom letztes Jahr. Hat, glaube ich, über oder fast 5 Millionen Abonnenten oder fast 6 Millionen Abonnenten, ich weiß es nicht genau. Der als offizieller FIFA 14 Presenter da sein wird und Pricey war ganz klar eigentlich als erster offizieller Caster fürs Call of Duty Tournament wurde auch eingeladen. Somit steht da auch schon ein bisschen was fest. Ob wir einen Invite bekommen, weiß ich bisher wirklich gesagt, wirklich ehrlich gesagt noch nicht. Aber egal, schauen wir weiter. Es wurde noch eine LAN angekündigt und zwar, wie man hier oben sehen kann, vom 17. bis zum 20. Juli und die ganzen PC-Fans von euch, die kennen diese LAN hundertprozentig, ist nämlich eigentlich eine Counter-Strike-LAN und LOL-LAN und StarCraft-LAN und sowas. Die DreamHack hatte auch viele in Schweden, es gibt auch die DreamHack Winter, die DreamHack Summer und so weiter. Das ist die DreamHack in Valencia, 17. bis 20. Juli und die hatten ja, ich glaube, bei MW3 schon mal, ich weiß gar nicht, ob es Black Ops 2 auch war, aber bei MW3 hatten die auf jeden Fall die Xbox auch mit dabei und Call of Duty mit am Start. Letztes Jahr bei Black Ops 2 glaube ich nicht. Dieses Jahr ist die Xbox One mit dabei. Die haben es announced, dass die Xbox One Call of Duty Ghosts mit aufnehmen werden. Und für uns ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Event, also ein großes Event ist. Wir müssen auf jeden Fall mal gucken, wie viele Teams da kommen können oder dürfen, was der Preispool ist und dann überlegen wir uns, ob wir auf die LAN hingehen. Aber wir hätten auf jeden Fall Bock drauf. Sieht auf jeden Fall auch schon cool hier aus, wie man sehen kann. Eine riesengroße Mega-Stage. Wo man zocken kann. Aber da halte ich euch auch auf den Laufenden, sobald es hier ein paar neue Informationen gibt, ob wir auch dahin fahren werden. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit dem heutigen eSports Report. Kommen wir noch zu zwei Kleinigkeiten. Einmal Fanshop für diese Dinger. Die Trikots direkt wird man nicht kaufen können, soviel ich weiß bisher. Aber es wird auf jeden Fall Fanartikel geben von Killerfish, beziehungsweise von uns auch. Und bis wann es die geben wird, kann ich euch leider auch noch nicht genau sagen. Das ist gerade alles in der Planung. Aber wir hoffen so schnell wie möglich, dass ihr da auch ein bisschen euch ausrüsten könnt. Und das Ganze wird auch natürlich auch zu ein bisschen normaleren Preisen kommen. Das bei SK wird zum Teil doch ein bisschen teuer. Aber das wird ein bisschen zu normaleren Preisen kommen. Und damit ihr euch das auch leisten könnt und dass es auch in einem vernünftigen Rahmen bleibt, das Ganze. Wer da drauf Bock hat, ansonsten Killerfischdosen, die kann man auch über unsere Website bestellen, da kann ich auch mal drunter verlinken, kann ich euch nur empfehlen, habe jetzt auch schon von vielen Leuten getwittert bekommen, die haben sich eine gekauft, das schmeckt denen gut und so weiter, kann ich euch echt nur ans Herz legen,
Und ansonsten, genau, heute Abend Livestream, und zwar das komplette Team ist diesmal am Start. Wir sind wieder beim ATV eCloud, den Livestream-Link poste ich unten mit in die Beschreibung. Wir sind wieder beim ATV eCloud, beim Activision Community Manager am Start. Dieses Mal wird dabei sein das komplette Killerfish-Team plus mir. Max FPS, habe ich gehört, ist am Start. Ich habe mit ihm selbst noch nicht geredet. Max FPS ist am Start. Ich glaube, Debitor ist noch mit am Start. Anders Serial ist eventuell mit am Start. YouTuber bin ich mir jetzt wirklich nicht hundertprozentig sicher, will ich nicht dafür die Hand ins Feuer legen. Und eventuell vielleicht Danny Burnage ist mit am Start. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr mit einschaltet. Wir werden einfach nur ein bisschen Public zocken. Wir werden vielleicht auch ein paar von euch vom Stream mit einladen, wer Bock hat, da mit uns mitzuzocken. Und wir werden auf jeden Fall die neuen, das sind ja neue Astronauten-Kostüme rausgekommen, die werden wir tragen in dem Stream. Und ja, einfach ganz chillig zocken, ein bisschen Community zocken. Ihr könnt auch uns Fragen stellen, den kompletten Stream über. Ich werde da ein bisschen drauf aufpassen, um ein paar Fragen zu beantworten für euch oder die Fragen weiterzugeben ans Team. Ihr könnt auch gerne das komplette Team und auch die teilnehmenden YouTuber eure Fragen stellen. Wäre auch cool, wenn ihr das Video liked oder den Livestream dann später mal ein bisschen pusht, vielleicht mal einen Tweet raushaut, dass wir hier live streamen, wenn ihr irgendwie Freunde habt oder auf Facebook oder auf Twitter oder sonst irgendwas oder in irgendwelchen Foren unterwegs seid, haut einfach mal einen Streamlink raus. Wäre cool, wenn da viele dabei sind und wirkt sicher ganz lustig. Das Ganze geht übrigens ab 18 Uhr los. Wie gesagt, Livestream-Link ist twitch.tv/atvi-glau, glaube ich. Ich muss selber nochmal gucken, ich poste ihn euch unten mit in die Beschreibung, damit ihr da auch sicher am Start seid. Um 18 Uhr geht's los. Ich höre jetzt auf. Bis dann. Ciao, Servus, euer Schocks.